Wir sind wieder zurück in unserer Bude. Hier sind wir sicher. Jedenfalls hat es den Anschein, wenn unser Notausgang geht immer noch nicht. Na gut. Mal sehen, was wir in der heutigen Folge so erledigen. Da kommen wir auch noch nicht durch. Jetzt müssen wir mal auf die Karte schauen. Wo wollten wir denn eigentlich hin? Ich habe nämlich gestern nur 2 Folgen aufgenommen und muss jetzt gerade wieder gucken. 206, das ist unser Zimmerschlüssel. Munition haben wir auch, Batterie, vergammeltes Fleisch, grüne Pillen, Trockenfleisch. Aber wir könnten natürlich einfach den Spiegel nehmen. Wieder an den Ort zurück, in dem wir als letztes waren. Ja, ich denke, das machen wir mal. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Ja, genau. Genau. Wir sind wieder hier in der Wohnung. Gab's denn hier noch was? Tja. Weiß ich gar nicht, was wir heute so tun sollen. Wir sind da. Warum ist denn da ein Fragezeichen? Was heißt wichtig? Muss ich denn hier nochmal hin? Was ist denn hier so wichtig? Die Leichen, das wissen wir. Aber sonst gibt es hier eigentlich nichts. Spiegel, wichtig, blockiert, geschlossen, geöffnet. Ich weiß gerade nicht, wo wir hin sollen. Hier steht wichtig, aber hier ist eigentlich nichts mehr. Sie ist ja auch weg, die Frau. Hier kommen wir auch nicht runter oder so. Na gut. Dann gehen wir halt hier lang. Ich habe keine Ahnung. Oh. Oh. Waren wir hier schon? Nee, oder? Nee, sieht nicht so aus. Was haben wir denn hier? Blaue Pille. Okay, nehmen wir mit. Ich kann eines dieser Wesen durch diese Tür hören. Und aus irgendeinem Grund hängt ein Fleischerhaken vor der Tür. Klingt nicht sehr schön. Das Schloss ist kaputt. Ich kann sie nicht öffnen. Sieht aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Also hier geht es irgendwie nicht weiter. Ich habe den Fleischerhaken. Und den werden wir kaum entfernen können. Grüne Pille? Was bringt denn diese Pille? Oh. Ach Mist. Ich wollte eigentlich das Licht ausmachen. So komme ich nicht durch. Okay, hier ist also der Weg versperrt. Ah, jetzt sind wir wieder hier, genau. Sie sind zerstört. Ja, das wissen wir bereits. Später erneut versuchen. Ja. Sei es denn hier später. Nein! Nein! Boah! Blödes Vieh. Ich wollte eigentlich entdecken. Genau. So geht das. Ich habe gerade keine Ahnung, wo wir hin sollen, verdammt. Lass mich. Verklemmt. Hier geht's weiter. Dieses Loch sind wir doch bereits. Ich muss etwas essen. Ach komm, Junge, bitte nicht jetzt. Wir haben doch schon fast gar nichts mehr. Was bringt denn diese grünen Pillen? Ich denke, es ist ein Medikament. Ach, was du nicht sagst. Und was ist das? Auch ein Medikament. Na gut, dann essen wir mal das Trockenfleisch. Ist nicht mein Liebling, aber funktioniert. So, salzig, aber solide. Ich glaube, hier kommen wir nicht weiter. Nein! Aua, es hat mich erwischt. Da war doch irgendwie noch was. Was ist es zu dunkel, um etwas zu sehen? Ach fuck. Ach so, ich habe ja die Knarre, ich Idiot. Ah, Mist. Warte mal, zuerst mal hier schlucken.
Ich muss ausschlafen. So, und jetzt? Knarre. Laden. Okay. Hopp, Lucy! Nein! Ich hab's. Jetzt Licht. Etwas Religiöses vielleicht. Ich finde es jedenfalls beruhigend. Na, das hat sich ja gelohnt. Aber jetzt können wir uns hier umgucken. Wo waren wir denn noch nicht? Da waren wir. Hier vorne waren wir noch nicht. Da ist eine Schere. Ich habe eine fies aussehende Schere. Die könnte jemanden den Kopf abtrennen. Nur ein altes, ramponiertes Sofa. Was steht da? Keine andere Lösung. Ich denke, das Gas könnte alle sein. Kann nicht mehr geradeaus gehen. Boah, er braucht Schlaf. Dort steht keine andere Lösung. Ich frage mich, wer das geschrieben hat. Und noch wichtiger, wieso. Ich will mich aber zuerst noch hier umgucken. Nein! Nein, Scheißvieh, ich komme hier nicht weg, Oh, Scheiße! Richtig fies. Ah, das mit dem Schießen ist auch echt schwer. Da haben wir verkackt. Tja, dann versuchen wir es nochmal. Ist nicht immer ganz leicht, ja. Immerhin wissen wir jetzt ein bisschen, wo wir hin können. Dass ich ja noch die Knarre habe, ich Idiot. So, gleich mal nachgeladen. Ja, ich muss wieder ins Spiel hineinkommen. Jetzt wird das dann schon besser klappen, nehme ich an. Hoffen wir es zumindest. Heruntergefallenes Bild. Das eine Rolle? Sag nur, was ist hier passiert? Welches davon ist echt? Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Ach, vielleicht gibt es hier noch was? Vielleicht hat sich hier noch was verändert? Mein Gott, es ist hier heruntergekommen. Tja, helfen tut uns das auch nicht. Huch, nein, da wollte ich nicht hin. Nein, ich verwechsel mir die Tasten so. Wo musste ich jetzt nochmal lang gehen? Ne, das war der Fleischerhaken. Genau. Ach ne, hier gab es noch diese Pillen. Genau. Die nehmen wir noch mit. Erinnert mich so ein bisschen an die Heilkräuter. Ach, kann man die vielleicht kombinieren und dann, ne, nicht. Oder? Geben. Ne, das bringt nichts. Hab keine Ahnung, welche Pillen besser sind. Warum ist es so dunkel? So. Das ist ja cool, die Karte ist dann auch dunkel. Sind wir denn jetzt vorhin durch? Ich hätte die Tür da hinten noch ausprobieren sollen, damit sie auf der Karte markiert ist. War das das? Nee, da kommen wir jetzt gar nicht hin. Ah nee, das war das. Ja, genau. So. Es ist einfach besser, weil sonst haben wir später die Frage, waren wir da schon oder nicht? Und dann, ja, ist das blöd. Genau, hier müssen wir lang. So, Licht aus. Genau, jetzt sind wir wieder hier. Nein! Wasch! Mann, ey, die Teile nerven. Lass mich in Ruhe, du Zombie! Du kriegst mich nie! Ja, ich hab ihn. Genau, jetzt sind wir wieder bei diesen zwei Türen. Oh nein, das war falsch! Alter! Krise hier.
Laden. So, hier ist die Schere. Ansonsten gab es hier nichts. Ich frage mich, wer das geschrieben hat. Und noch wichtiger, wieso? Ja, keine andere Lösung. Was meint er damit? Jetzt aber. Stirb! Alter, du sollst sterben! Boah. Alter, da geht einem richtig die Muffe, muss ich sagen. Und jetzt hier... Nein, nicht... Nicht anschauen, sonst... Schlucken. Das hat komisch geschmeckt. Ich fühle mich müde. Ist gar nicht gut. Ah, jetzt sind wir wieder hier. Sind wir gleich bei unserem Haus. Ja, das ist ja super. Dann gehen wir gleich pennen und speichern. Ich hasse es, hungrig zu schlafen. Naja, ich mache ein Nickerchen. Gut. Da haben wir immerhin ein bisschen wieder erkundet. Viel hat es uns aber auch noch nicht gebracht, außer eine Schere. Aber was wir mit der Schere machen sollen... wo bin ich denn jetzt? Hey, den Typ kennen wir doch. Der Mann mit der Kiste. Wieso ist eine Kiste auf deinem Kopf? Das ist eine sehr gute Frage. Ich überlasse es dir, das herauszufinden. Toll. Eine Schande, dass du das brauchst. Aber hier hast du es. Dunkelheit ist ansteckend. Schlaf. Ist keine Erholung, wenn man hungrig ist. Oh, krieg ich Essen von dir? Das ist ja nett. Tag 5, glaube ich. Hat nicht viel gebracht. Komischen Traum hatten wir auch noch. So, jetzt müssen wir mal planen, wo wir heute eigentlich hinwollen. Hä? Haben wir da nicht ausprobiert, diese Tür? Warte mal, das ist jetzt komisch. Frag mich, ob die Monster auch wieder da sind. So, jetzt ist sie eingezeichnet. Die ist verschlossen. Da gibt es noch eine Tür. Da könnten wir hin. Wir müssen nach vorne. Frage mich, ob jetzt das Monster eben wieder da ist. Fragezeichen. Ja, zu dunkel. Ach, Mist, nicht schon wieder. Sir Chuck. Hit. Pflanze. Chuck, die Pflanze. Heißt Sir Chuck. Aha. Licht wieder aus. Ach, das Vieh ist tot. Wow, das ist super geil. Super, super, super. Es wäre ein bisschen nervig gewesen, wenn die Viecher ständig wiederkommen würden. So, jetzt müssen wir mal auf die Karte gucken. Welche Tür ist denn das? Die ist da hinten. Ach, die. Oder? Nee, 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 nee. Nee, das war die falsche Tür. Die hier ist gemeint. Nee, da kam... Ach, die hintere. So. Da habe ich es gecheckt. Nein! Oh, alter Schwede! Keine Munition mehr, ich werde es nie schaffen. Was mache ich jetzt? Ich brauche Schutz. Ach nee, was ist das nur für ein Schmerz? Nein, 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 ich will hier nicht weg. Haha, als ob gleich mein Kopf explodieren würde. Fuck you! Oh Gott, bitte hilf mir! Hilfe! Ich kann nicht gehen! Das ist uncool. Hä? Nun, ich nehme an, ich soll mit dir sprechen. Wir sitzen nebeneinander. Aber du willst jetzt nicht reden. Ich nicht? Das ist wahr. Ein Mann braucht Schutz. Das weißt du. Wenn du mich wieder treffen musst... Schlucke die blaue Pille. Aha. Irgendwas Zusätzliches in meinem Rucksack. Sieht wie ein bisschen Munition aus. Was zur Hölle? Das erinnert mich ja schon fast ein bisschen an Matrix. Also die blaue Pille können wir schlucken, wenn wir Munition brauchen. Die grüne wissen wir noch nicht so wirklich. 21 Munition, das ist ja schon geil. Dann gehen wir da nochmal zurück, weil wir wollen ja wissen, was es in diesem Raum gibt. Das ist schon cool irgendwie wieder. Aber es ist auch sehr seltsam. Das Ganze. Wir wissen ja nicht genau, was hier abgeht. So, jetzt mal hier Licht. Da ist etwas drauf. Dosenöffner. Endlich kann ich Dosen öffnen. Das ist ja super.
Es ist nur ein Tisch. Ah, okay. Ich lege neue Batterien ein. So. Reispudding. Ich habe eine Dose Reispudding. Was gibt's hier? Ah, dort war ein köstlicher Schinken drin. Ist es möglich, dass er noch frisch ist? Ich könnte fast heulen. Ich träume schon seit Monaten davon. So ein leckeres Stück Schinken, ey. Gut. Dann haben wir diesen Raum auch erforscht. Da kommen wir nicht hin. Da kommen wir auch nicht hin. Da ist verschlossen. Ja, das ist die Frage, was wir machen. Das sieht alles so aus, als ob wir da nicht hinkommen würden. Ich muss mal kurz hier weg. Dann die Tür hier nehmen. Das war das Loch hier. Nie wieder. Ja, besser nicht, besser nicht. Hast du recht. Brauche Nahrung. Okay, okay. Benutzen. Ich benutze es, wenn ich eine Dose öffnen will. Ja, will ich auch. Wo ist denn die Dose? Hier, Reispudding. Na dann esse ich es. Immer noch gut. In der Tat, sehr gut. Und es macht satt. Super. Aber was tun wir jetzt? Irgendwie bin ich so ratlos. Da ist immer noch dieses blöde Fragezeichen. Aber das bringt uns im Endeffekt nichts. Das verschlossen, 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 blockiert. Was machen wir denn mit der Schere? Ich glaube, ich gehe zuerst mal speichern. Überlege mir einen Plan bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit am Start und helft mir hier zu überleben. Denn alleine werde ich das nicht schaffen. So, Tag 6. Ich fühle mich ein bisschen besser. Wir sehen uns morgen wieder, liebe Freunde. Bis dahin, ciao.